Hallo zusammen, hier ist wieder Chilla und schon wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar wollte ich heute wieder so ein kleines Video zur Protosynthesenschmiede präsentieren. Heute wollen wir uns ein bisschen anschauen, wo wir die ganzen verschiedenen Schimmer-Items herkriegen können. Das sind insgesamt 14 an der Zahl. Und ja, bevor wir da anfangen, wollte ich nochmal darauf hinweisen, ich habe schon ein Video auch aufgenommen für die ganzen Spezialmaterialien für die Mounts. Und ich werde nochmal ein Video aufnehmen, dann auch für die ganzen Gitter-Items. In dem wollen wir uns jetzt aber erstmal nur die Schimmersachen anschauen. Für was brauchen wir das Ganze? Wir haben hier einmal auf den Koordinaten 60, 59 eine Patch-Schmiede. Die müsst ihr euch freischalten über dieses Skill-Board, sage ich jetzt einfach mal, diese Skill-Konsole in der Höhle des Verbannten. Und sobald ihr das gemacht habt, könnt ihr hier Pets herstellen. Ihr braucht aber Pläne, um diese Pets herzustellen und auch dafür habe ich auch schon ein Video gebastelt. Einmal ein Video für die Pets und einmal ein Video für die ganzen Mount-Pläne. Genau, sobald ihr das nämlich habt, könnt ihr dann dementsprechend diese Schimmer von verschiedenen Mobs looten und da wollen wir jetzt mal reinschauen. So ein kleiner Hinweis am Rande noch, um die Pets herstellen zu können, braucht ihr einmal immer einen Schimmer, dann braucht ihr diese Genesis-Partikel, die von allen Mobs hier aus der Zone droppen. Und dann braucht ihr immer noch ein paar Gitterteile. Diese Gitterteile, wie gesagt, bastle ich auch nochmal ein Video zu. Könnt ihr aber auch im Auktionshaus kaufen. Also sind alle im AHA verfügbar, wenn sie halt jemand bei euch im AHA auch verkauft. Aber theoretisch kann man die alle im AHA kriegen. Gut, dann würde ich sagen, schauen wir mal rein, wo wir die einzelnen Schimmer herbekommen. Dann kommen wir zum Schimmer der Animation. Das kann von allen Automa-Mobs in der Zone droppen. Zum Beispiel gibt es hier ein paar hier unten bei den Koordinaten 49, 84. Hier in dem ganzen Bereich stehen verschiedene Automa-Mobs rum, zum Beispiel der blühende Wächter hier oder rangüberwucherter Beschützer. Die können das droppen, aber wie gesagt, da es in der Zone sehr, sehr viele Automa-Mobs gibt, könnt ihr das auch an anderen Stellen farmen. Ich habe jetzt schon 18 Stück davon, also das kriegt ihr relativ zügig. Dann kommen wir zum Schimmer des Überlebens. Das kriegen wir hier von verschiedenen Dornranken und zwar kriechende Dornranken schimpfen sich die. Da gibt es nicht sonderlich viele im Gebiet. Die sind eigentlich hier oben in dem Bereich und hier in dem Bereich. Ich kann die jetzt mal schnell ein bisschen abfliegen. Also das sind die kriechende Dornranken. Ihr seht diese Tentakel, die da aus dem Boden rauskommen. Und es sind nicht sonderlich viele. Ja? Hier hinten ist noch eine, da ist noch eine, hier ist noch eine. Und dann bei diesem Tor auf der anderen Seite sind rechts und links auch nochmal eins von diesen Dingern. Das sind relativ wenige und das Ding hat auch nur etwa eine 1%ige Dropchance. Ich habe da eine ganze Weile gefarmt, um das zusammenzukriegen. Das ist eher eine seltene Materialie, weil es halt wirklich nur von diesen paar Dornranken. Das sind vielleicht 10, 15 Dornranken hier überhaupt. Wenn ihr das farmen wollt, kann ich empfehlen, dass ihr da vielleicht ein bisschen hoppen tut über das Tool. Dann kommen wir zum Schimmer der Gerissenheit. Diesen könnt ihr aus einem Ei rausziehen und zwar ist das das Tachnoriden-Ei und das ist eine relativ seltene Sache, hat glaube ich nur so um die 2% Drop-Chance und von den Eiern gibt es 4 Spawn-Punkte und die will ich euch jetzt mal zeigen. Erster Spawn-Punkt ist hier unten auf den Koordinaten 56, 26, das ist etwa hier an dem Felsen dran. Der zweite Spawn-Punkt ist einmal hier oben über der Höhle oder von dem Gebäude von der Mutter. Ah, da ist es sogar gerade da. Tachnoriden-Ei. Das können wir dann einmal aufmachen. Da kann es drin sein. Das ist der zweite Spawnpunkt. Der dritte Spawnpunkt ist in der Höhle drin. Also wir gehen jetzt hier in die Höhle rein. Eingang ist bei 56, 33. Und zwar hier hinten drin. Da kann ein Ei noch spawnen. Und dann gibt es noch einen letzten Spawnpunkt und der ist noch ein bisschen weiter rechts. Ich habe diese Dinger, ich glaube, 2 Stunden lang gefarmt. Also das ist eins der beschissensten Schimmer, die ihr farmen könnt. Und ich habe zwar auch gelesen, dass man es irgendwie von den Spinnen anscheinend kriegen können soll. Ich habe aber persönlich keins gekriegt und ich glaube, man kriegt es tatsächlich nur aus den Eiern raus, so wie ich das verstanden habe. So, dann fliegen wir jetzt mal dahinter noch zum letzten Spawnpunkt und zwar hinter dieser Pyramide. Hier unten dran in der Ecke kann auch nochmal eins spawnen. Das ist auf den Koordinaten 61, 37. Ihr braucht, wie von allen anderen Schimmern, 2 Stück. Also da könnt ihr dann ein bisschen farmen. Ich habe so gemacht, bin die 3 Spawnpunkte abgeflogen, ins Tool gegangen und habe dann dementsprechend mich bei irgendeiner Gruppe hier in der Zone reingequeued, Eier abgeflogen, gelootet, wenn sie da waren und nächste Gruppe gehoppt. Also die zu warten an den Punkten, bis sie nachspawnen, das dauert zu lang, hoppt hier. Und selbst dann werdet ihr tatsächlich da ein bisschen farmen müssen. Dann kommen wir als nächstes zu dem Schimmer der Entdeckung. Und dieses können wir von den Erdbohrer-Anolithen bekommen. Die gibt es unter anderem hier in diesem Bereich. Das sind einfach diese Würmer.
von diesen Würmern gibt es in der ganzen Zone mehrere, also man kann die an verschiedenen Punkten kriegen. Hier sind halt am meisten von diesen Viechern, ne? Also hier seht ihr sie, das sind diese Erdbohranalyten und die können das Zeug hier einmal droppen. Schimmer der Entdeckung. Dann haben wir den Schimmer des Fokus. Der ist relativ einfach zu bekommen. Der kann von jeglichem Rare hier in der Zone droppen. Heißt einfach Rares umklopfen und dann habt ihr eine Chance, den Schimmer des Fokus zu bekommen. Dann kommen wir zum Schimmer der Arglist. Der kann von allen Schreckenslords Mobs droppen. Und dort haben wir einige rumstehen. Und zwar hier sind wir auf den Koordinaten 47, 47. Und hier in dem Bereich sind einige Schreckenslord-Mobs. Wir haben noch mehr Elite-Mobs hier oben. Aber die hier könnt ihr wesentlich einfacher farmen. Also ihr seht, hier unten sind die Schreckenslord-Kommandantin oder der Schreckenslord-Kommandant. Diese ganzen Schreckenslords können das hier droppen. Dann kommen wir zum Schimmer der Metamorphose. Das kann von allen Morsworn-Caster-Mobs kommen. Und zwar gibt es zum Beispiel hier einmal die dunklen Beherrscher. Die sind hier unten auf den Koordinaten 47, 47. Und zwar, die stehen auch hier in dem Gebiet rum. Einfach die Dudes umhauen und dann könnt ihr das kriegen. Gibt natürlich nur einige mehr Morsworn-Caster, die ihr dafür töten könnt. Da könnt ihr es aber am besten farmen tatsächlich. Dann kommen wir zum Schimmer der Bewegung. Und diesen könnt ihr einmal kriegen von Wüstenraptora. Diese Wüstenraptora sind quasi hier diese Vögel, die hier auf den Koordinaten 48, 39, hier in dem Bereich oben rumfliegen. Wenn ihr fliegen könnt, dann kommt ihr da wesentlich leichter ran. Es gibt auch ein paar hier hinten, die ihr mitnehmen könnt. Hier sind aber tatsächlich die meisten von diesen Mobs. Dann kommen wir zum Schimmer der Multiplizität. Und das kann auch wieder von vielen Mobs droppen. Unter anderem gibt es hier einmal intelligente Überwucherung. Da sind sehr, sehr viele kleine so Pflänzchen. Und das ist hier unten bei dem Becken, bei den Koordinaten 46, 84. Ihr könnt es aber auch ganz gut hier oben bei den Koordinaten 62, 55 von diesen kompletten Vespiden-Mobs farmen. Das droppt eigentlich relativ gut. Da habe ich, seht ihr, 22 im Inventar. Also, ja, das kriegt ihr eigentlich nachgeschmissen, das Zeug. Dann kommen wir zum Schimmer der Erneuerung. Und zwar könnt ihr das von der fleischfressenden Überwucherung kriegen. Und diese Mobs rennen hier um dieses Becken rum, ist auch hier auf den Koordinaten 47, 91. Also hier komplett um den Becken habt ihr diese Viecher. Dann kommen wir als nächstes zum Schimmer der Wachsamkeit. Und dieses könnt ihr hier ja auch unten beim Becken kriegen, und zwar von überwuchertes Bollwerk. Also wir sind jetzt einmal hier vor dem Gebäude stehen ein paar und es laufen hier auch ein paar von diesen Viechern rum. Dann kommen wir zum Schimmer des Räubertums und das ist jetzt ein bisschen nerviger zu farmen. Und zwar droppt das nur von einer Art von Gegnern, entmaterialisierter Weltenfresser. Und von diesen gibt es insgesamt nur drei Stück. Die sind einmal hier unten auf den Koordinaten 46, 26 und dann hier läuft einer nach oben und einer läuft hier rum. Die kann man dann auch zusammenpullen. Wenn ihr jetzt vielleicht nicht so wie ich ein relativ gut equippter Tank seid, dann solltet ihr das in der Gruppe machen. Die haben um die 4% Dropchance, also da müsst ihr schon einige von umhauen, um eure zwei Schimmer für die Pets zusammenzukriegen. Dann kommen wir als nächstes zum Schimmer des Gleichmuts und das könnt ihr einfach looten. Es ist aber ein bisschen seltener bzw. ein bisschen versteckter. Ihr seht, hinter mir haben wir einmal einen Schimmer des Gleichmuts, das können wir dann einfach anklicken. Und wenn wir das anklicken, dann kriegen wir das ins Inventar. So, wo ist dieses Zeug? Ihr seht, ich habe jetzt hier auf der Map ein paar Punkte. Das sind die ganzen Koordinaten, wo das Zeug spawnen kann. Das ist aber meistens weit oben in der Luft. Das sind so diese Kugeln, die wir in der ganzen Zone haben. Also solche Kugeln. Und obendrauf liegt es dann immer. Oder wie hier jetzt auf so Berghängen. Ne? Also das sind verschiedene Koordinaten. Hier oben ist es zum Beispiel auf 49, 1. Oder wir haben hier eins auf 46, 11 und so weiter. Also ihr seht, das sind einige Koordinaten, die ihr um die Zone rumverteilt. Ich werde die euch einfach in die Infobox mit reinpacken. Dann könnt ihr die einmal abflattern. Wenn was da ist, looten, dann Server hoppen und nochmal abflattern. Ne? Jetzt mit dem Fliegen ist das eigentlich alles relativ leicht holbar. Dann kommen wir zum letzten Schimmer und zwar Schimmer der Befriedigung. Das ist jetzt relativ blöd zu bekommen. Und zwar kriegen wir das nur, indem wir ein Festmahl essen. Ich klicke jetzt mal den Buff hier weg. Wir haben hier einmal Festmahl des unersättlichen Hedoismus. Und das können wir hier einmal aufstellen. Und dann können wir uns ranhocken und einmal dran essen. Es ist so, dass bis jetzt noch nicht sonderlich viel bekannt ist. Was man weiß, ist, dass es auf jeden Fall daraus procken kann, wenn ihr im Raid seid. Also sprich, der neuen Raid-Instanz Mausoleum der ersten, wenn ihr davon esst. Und
auch in der Zone Serra Mortis. Ich habe mein eines Ding, was ich jetzt habe, schon mal der Befriedigung, hier bekommen, während ich in Serra Mortis an diesem Festmahl gegessen habe. Ich war dazu auch jetzt, wie ich gerade bin, in hier der Huld des Pilgers, ne? Also in dem Lager. Und die Chance soll anscheinend relativ niedrig sein. Ich bin selber nicht am Raiden aktuell. Dementsprechend habe ich mir jetzt ein paar Festmähler gekauft und esse die halt immer mal wieder, um dann die anderen zu kriegen. Anscheinend soll es intern einen Cooldown geben von einer Viertelstunde. Also man kann jetzt nicht die ganze Zeit durchgehend an dem Ding essen, sondern sobald man den Buff kriegt, proggt das Ding. Also wenn man das Essen beginnt, dann gibt es ja nach 10 Sekunden den Sattbuff und dann kam das auch bei mir tatsächlich. Ist es aufgeprockt und dann hatte ich das im Inventar. Und jetzt versuche ich gerade immer so ein bisschen das zweite zu kriegen. Quasi alle Viertelstunde drücke ich mir den Buff dann weg, stelle nochmal ein Festmahl, esse das mit beiden Accounts, weil das ist ja Battle.net-Account-weit und dementsprechend kann man es sich dann rüberschicken. Ja, das war es eigentlich jetzt mit diesen kompletten Schimmerdingern. Ich hoffe, dem einen oder anderen konnte ich weiterhelfen und wie eingangs erwähnt, falls ihr euch die Mount-seltenen Mats quasi auch holen wollt, dazu habe ich ja schon ein Video gemacht und dann nochmal zusätzlich auch ein Video zu den Gittern, beziehungsweise das werde ich noch machen, das kommt dann auch die Tage. Gut, damit verabschiede ich mich an der Stelle, hat mich gefreut, dass ihr dabei wart, euer Tila, bis zum nächsten Mal, ciao.